Heute zu Gast ist Professor Dr. Dietmar Till. Er ist weltweit führender Experte auf dem Bereich Geschichte der Rhetorik und Theorie der Rhetorik. Und er ist natürlich Professor für das Fach Allgemeine Rhetorik an der einzigen Universität in Deutschland, wo man Rhetorik studieren kann, an der Universität Tübingen. Herr Till, danke schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ja, danke für die Einladung. Freue mich. Ja, ich freue mich auch. Man hat ja so einen Rhetorikprofessor nicht so häufig in einem Podcast-Interview. Und ich freue mich auch ganz besonders, Ihnen ein paar Fragen zu stellen. Eine Frage, die beschäftigt mich seit langem. Und da hatten Sie ja auch eine Neuerscheinung vor kurzem. Und zwar mit dem Titel Narration, Argumentation, Persuasion. Und die Quizfrage, die sich ganz viele meiner Seminarteilnehmer stellen, ist, wie kann man Menschen besser überzeugen? Mit Narration, also mit Storytelling, mit schönen Geschichten, oder mit Argumentation, also rationalen, logischen Gedankenketten, wo aus A, B und aus B, C folgt. Das fragen sich nicht nur die Teilnehmer, sondern auch ich. Es ist gar nicht so einfach, da wirklich eine ganz eindeutige Antwort zu geben. Wie ganz oft in der Rhetorik gibt es die nicht, weil es in der Rhetorik ja die große Schwierigkeit der Rhetorik ist, dass es eigentlich diese Rezepte, die man in den Trainings oft vermittelt, dass die es oft gar nicht gibt, weil die Rhetorik so stark von den Situationen und vom Publikum abhängt, dass man das so pauschal ganz, ganz schwer sagen kann. Was man sagen kann, ist, dass sozusagen diese beiden Modi, die ja auch ganz selten wirklich nur getrennt vorkommen, ne? Ich meine, das kann ja auch eine Geschichte als Argument dienen für etwas. Das heißt, diese Dinge sind tatsächlich in der Praxis auch miteinander verwoben und miteinander sozusagen verschachtelt auch, dass diese beiden Modi der Persuasion, also der Überzeugung, zwei vielleicht unterschiedliche Leistungspotenziale oder Leistungsprofile haben. Das Rationale, also sozusagen das primär argumentativ Begründete, das hat natürlich, wenn man an Philosophen denkt, ne, das ist ja eine Domäne auch der Philosophie, der Logik, da sagt man oft, ja, das hat einen zwingenden Charakter. Wenn du mir das und so beweist und da eine Ableitung machst, die philosophisch von oben nach unten absolut korrekt ist, dann habe ich da gar kein Argument mehr, dann muss ich das schlucken. Das Problem dann ist, und das wissen wir Rhetoriker natürlich, dass Menschen so gar nicht drauf sind, sage ich jetzt mal, kognitiv gar nicht so ausgestattet sind oder dass sie das gar nicht wollen, dass das, was man ihnen auch wirklich beweist, dass sie danach auch handeln. Ne? Denn darum geht es ja in der Rhetorik. Wie handelt man, wie bringt man Menschen dazu, anders zu handeln, als sie es vielleicht vorher gemacht haben? Also da hat sozusagen diese rationale Komponente hat einen Vorteil. Ne? Sie ist eben auch transparent. Man kann auch Einwände machen. Sie hat sozusagen auch das Versprechen, was damit auch verbunden ist, dass es nachhaltig ist. Ne? Das sagt man oft, dass wenn man Dinge sozusagen rational begründet und es Menschen dann tatsächlich verinnerlicht haben und akzeptiert haben, das ist ja gerade bei Corona auch das große Projekt mit den Maskentragen zum Beispiel, dass Menschen mal den Stand der Wissenschaft verinnerlichen und ihr eigenes Handeln auch danach ausrichten, dass es eine größere Nachhaltigkeit hat. Der Vorteil an der Narration oder am Erzählen ist, und das ist, merkt man auch, das ist auch ein bisschen eine zweischneidige Angelegenheit, dass man mit der Narration oder mit dem Erzählen eigentlich das ein bisschen umschiffen kann oder umgehen kann, was mein Kollege Jochen Knabe hier in Tübingen den Widerstand nennt. Der geht davon aus, dass wir, wenn wir andere Menschen beeinflussen wollen, verschiedene Widerstände überwinden müssen. Denn niemand lässt sich gerne von etwas abbringen. Wir handeln eigentlich immer so normalerweise, wie wir es immer machen. Wir sind Gewohnheitstiere im Grunde. Wir sind auch kognitiv so ausgestattet, dass wir Gewohnheitstiere sind. Und da hat die Narration ein bisschen den Vorteil, dass wir eigentlich gar nicht merken, wenn wir beeinflusst werden. Da erzählt jemand irgendeine schöne Geschichte oder eine Autowerbung kommt da und da gibt es dann irgendwie tolle Bilder und es wird eine tolle Story erzählt und wir merken gar nicht so wirklich, huch, das ist eine persuasive Botschaft. Und da hat also die Narration sozusagen den Vorteil, dass man diese Widerstandsfaktoren und auch sozusagen die Aufmerksamkeitsfaktoren, die Prüffaktoren, das, was bei uns Menschen automatisch anschaltet, wenn uns jemand ein Argument unterbreitet, dass man sagt, ja, okay, da muss ich jetzt hinhören. Hat er auch recht, der will was von mir, der will was mit mir machen. Da muss ich jetzt ganz vorsichtig sein, Aufmerksamkeit sein. Und das ist beim Erzählen, beim sozusagen Überzeugen durch Erzählen eben ganz oft nicht der Fall. Das rutscht so durch, das flutscht dann so. Und das ist sozusagen eine der Vorteile des Erzählens. Nachteil ist natürlich, dass damit eine große ethische Debatte mit verbunden ist. Ne? Stichwort Manipulation. Ist das überhaupt erlaubt? Darf ich das überhaupt? Darf ich jemand beeinflussen oder zu beeinflussen versuchen?
überhaupt, dem ich das vorher gar nicht sage, dem ich gar nicht sage, Achtung, jetzt kommt was, pass mal auf, sei mal aufmerksam, ob das auch stimmt, ob du auch findest, dass das überzeugend im Sinne des Argumentes ist. Aber ich glaube, in der Werbung heute spielt das deswegen so eine große Rolle oder auch zum Teil in der Unternehmens-PR, weil auch ein großer Vorteil, das ist vielleicht der zweite große Vorteil, ist, und das ist für uns Rhetoriker auch gar nichts Neues, dass man mit so Erzählungen einfach Emotionen entfesseln kann. Ja, eine Argumentation, die ist oft recht trocken und abstrakt vielleicht und man kommt dann irgendwann nicht mehr so richtig mit, wenn jemand einem so eine Ableitung vom Top-Down irgendwie macht, von oben nach unten. Und da haben eben so Erzählungen, die entfesseln Emotionen, entfesseln vielleicht Empathie auch in uns und haben deswegen auch eine ganz starke Wirkung. Also sind so die zwei Vorteile, diese Widerstandskategorie und die emotionale Seite und eben mit dem Nachteil oder mit dem, was dann der Kommunikator oder der Redner eben überlegen muss, was darf ich? Was darf ich in der Situation? Was darf ich in einer bestimmten Gruppe? Was darf ich in einer bestimmten Gesellschaft? Was ist da akzeptabel an persuasivem Handeln? Was ist sozusagen, überschreitet diese rote Linie, die es in allen Gesellschaften irgendwie gibt? Und das ist in der Regel nicht die Linie des Strafrechts. Das Strafrecht ist oft ganz, ne, was man sagen darf, freie oder Grundgesetz, freie Meinungsäußerung. Diese Linien, was Menschen mit sich machen lassen wollen, sind oft sehr viel impliziter, aber es gibt sie eben auch. Mhm. So viel vielleicht dazu. Ja, sehr, sehr interessant. Und vielleicht, wenn wir in diese beiden Wege der Persuasion etwas hineintauchen, es gibt ja auch den Kollegen Jürgen Habermas, der so schön gesprochen hat, vom zwanglosen Zwang des besseren Arguments. Also diese Argumentation, die hat schon ein bisschen was Zwanghaftes an sich. Wenn man nämlich die Voraussetzung schluckt, dann muss man ja irgendwie auch die Fortsetzung oder die Schlussfolgerung schlucken. Und ich denke auch, ob man das jetzt Widerstand oder Zwang nennt, es ist auf jeden Fall so eine logisch unangenehme Situation, dass man mitgehen muss, dass man quasi mitgerissen wird mit dieser Argumentation. Ich beobachte im Alltag, dass Menschen selten argumentieren. Also egal, in welchem Bereich man sich befindet, ich habe das Gefühl, dass die Argumentation so das Stiefkind ist der Persuasion und dass im Gegenzug das Storytelling, egal wo man hinschaut, ob jetzt Werbung, ob jetzt auch Filme, die natürlich sehr stark mit Storytelling arbeiten, aber auch in Telefongesprächen erzählt man sich eher Geschichten als jetzt deduktive oder induktive Argumente. Ist das aus Ihrer Sicht eine gute Entwicklung einer aufgeklärten Gesellschaft, dass also Argumente eine relativ geringe Rolle spielen, höchstens vielleicht noch vor Gericht? Oder finden Sie das gar nicht so schlimm und im Grunde sind wir sowieso Erzählwesen, die uns seit 10.000 von Jahren am Lagerfeuer Geschichten erzählen und Sie wundern sich gar nicht darum, dass Argumentation so einen geringen Anteil hat und die, ich würde mal sagen, die Narration 90-95% ausmacht. Da weiß ich gar nicht, ob das also wirklich die 90% sind. Ich glaube, es ist schon ein bisschen mehr, aber was man eben lange auch in der Philosophie, und das liegt aber auch auf der Hand, weil das nicht deren sozusagen Gebiet einfach ist, nicht erkannt hat, wie welchen großen Anteil tatsächlich solche Erzähl-Persuasionsformate spielen. Und ne, Lagerfeuer, das ist auch, glaube ich, völlig, völlig korrekt. Das ist sozusagen irgendwie so eine Art anthropologische Grundausstattung des Menschen. Es gibt einen amerikanischen Rhetoriktheoretiker, Walter Fischer, der in Los Angeles ganz lange gelehrt hat. Der hat vom Homo narrans gesprochen, vom Mensch als erzählendes Wesen, so als Grundfigur. Ne? Es gibt ja immer so den Homo ludens, den spielenden Mensch, dann gibt es den rationalen Mensch, dann gibt es den Mensch als Sprachwesen in der Philosophie, solche anthropologischen Entwürfe. Und Walter Fischer spricht eben als Rhetoriker vom Mensch als erzählendes und eben also selber handelndes Wesen, aber auch als jemand, der sozusagen auf Erzählungen, mit dem man auf Erzählungen dann besonders einwirken kann. Was wir halt, glaube ich, haben im Alltag ist, und das ist auch wieder etwas, was für uns Rhetoriker auch völlig klar ist, das sind so Argumentationen, die ein bisschen verknappt sind. Ne? Wir nennen das Enthymem mit einem griechischen Begriff. Das heißt, das sind so Argumentationen, die oft nicht so ganz vollständig sind, bei denen der Hörer oder der Adressat oder die Adressatin im Kopf noch was vervollständigen muss, einen Schluss ziehen muss, bei dem oft die sogenannte Schlussregel nicht ausgesprochen wird. Ne? Wenn ein Kind sagt, Mama, ich habe Hunger,
dann ist das ja auch schon ein Argument, weil das Kind natürlich sagt, okay, wer Hunger hat und wer ein Kind ist, alle Kinder, die Hunger haben, kriegen was zu essen, denn das ist die Aufgabe von Eltern, ihre Kinder irgendwie zu ernähren. Dann ist in dem einen Satz eigentlich sozusagen letztlich schon ein Argument drin, auch wenn es gar nicht ausgesprochen wird. Das wird ja im Grunde hat es ja so ein Appellcharakter, aber in dem Appell versteckt ist eigentlich ein Argument und die Schlussregel, die wird gar nicht wirklich genannt. Also so funktioniert es im Alltag auch ganz, ganz oft, dass solche verknappten, verkürzten Argumente auch tatsächlich gebracht wird. Was zu Habermas vielleicht nochmal, bei Habermas war das, glaube ich, dieser zwanglose Zwang des Arguments. Das ist für ihn ja was Positives, ne? Weil das klar ist, sobald wir dann in dem sind, was er ja Diskurs nennt, ne? Dass so zwei, wir Menschen sind in zwei Modi, das eine ist Handlung, das andere ist Diskurs. Und immer wenn wir Dinge, also wenn Geltungsansprüche strittig sind, dann müssen wir die Handlung unterbrechen, müssen uns in einen anderen Modus begeben und den nennt er dann Diskurs. Und da laufen dann so verschiedene argumentative Operationen nach bestimmten Regeln ab. Und die sollen am Ende dann zu einem Konsens führen. Das ist also seine Idee oder vielleicht auch die Utopie, dass wir dann, wenn wir so bestimmte Verfahren durchspielen, am Ende dann zu einem Konsens kommen. Als Rhetoriker würde man da ein bisschen sagen, ja, okay, verschiedene Gegenargumente bringen. Wir sind ja keine Philosophen. Wir sind eine Wissenschaft, die stärker an der Empirie, am Alltag dranbringt. Und wir würden zunächst mal Habermas entgegnen, wann kommt denn das eigentlich in der Realität vor? Dass man wirklich nach diesen Diskursregeln spielt. Und er würde dann sagen, ja, okay, einerseits vielleicht in bestimmten juristischen Kontexten, parlamentarischen Kontexten, also Kontexten, die hoch formalisiert sind. Aber er würde natürlich auch sagen, so habe ich das ja auch gar nicht unbedingt gemeint mit dem Diskurs, sondern es gibt bei ihm einen ganz wichtigen Begriff, der heißt Vorgriff. Also das ist ja diese Idee der idealen Sprechsituation, indem wir eben diese Diskursregeln realisieren, zum Beispiel, dass jeder ausreden darf, dass jeder sozusagen gleich ist, gleiche Möglichkeit hat, ein Argument vorzubringen, dass alles begründungsbedürftig ist. Also wenn ich sage, überzeugt mich jetzt nicht, dann hat das Gegenüber nochmal eine Begründungspflicht und so weiter. Da gibt es eine ganze Reihe von Regeln. Und er sagt, ja, okay, aber auch außerhalb von solchen Situationen, also auch bei dem Kind, wenn das Kind nicht irgendwie eine Chance hätte, dass es durchkommt bei seinen Eltern mit einem Argument, dann wirst du eigentlich gar nicht erst anfangen. Das heißt, auch in solchen Situationen, die gar nicht so rein Formen dieser idealen Sprechsituation sind, auch da hat sozusagen diese Fiktion oder diese Utopie, dass es so einen Moment gibt, doch eine Art, würde er vermutlich sagen, so eine normative Komponente. Und da würden wir halt Rhetoriker halt vielleicht auch noch sagen, das gibt es auch in der Rhetorik, Theoretiker sagen ja, auch dieses Konsensmodell, ist das eigentlich realistisch? Da gibt es zwei Konzepte, die immer wieder genannt werden. Das eine ist, glaube ich, auch etwas, was uns im Moment ziemlich beschäftigt in der Corona-Debatte. Das ist das Konzept der Deep Disagreements, nennt man das. Also, dass es einfach zwischen Menschen oder Gruppen, oft auch Religion oder Wertegemeinschaften, die sozusagen stark sind, so tiefe Unterschiede gibt, also so tiefe Meinungsunterschiede gibt, dass man die gar nicht mehr überbrücken kann. Und dass es da eigentlich auch man im Argumentieren, im Diskurs dann zu einer bestimmten Stelle kommt und dann kommt man einfach über so bestimmte, diese Deep Disagreements, diese tiefe Spaltung quasi überhaupt nicht hinein. Und es gibt einen anderen Rhetoriktheoretiker, Christian Koch aus Kopenhagen, der würde dann sagen, ja, okay, das ist doch aber gut. Also sozusagen der Nicht-Konsens, der Dissens mal zu erreichen, mal zu sagen, okay, in dem und dem Punkt sind wir uns uneinig und da kommen wir auch gar nicht weiter, weil die Unterschiede zwischen uns kulturell zum Beispiel so groß sind, dass wir da gar nicht weiterkommen. Das ist doch auch schon ein Fortschritt. Das ist doch auch schon gut, mal zu wissen, worin sind wir uns eigentlich uneinig? Ja, das ist ja Ja. dieses britische Bonmot, we agree to disagree, ist Genau, ja immerhin ein Agreement, ja, man ist sich wenigstens genau. irgendwo einig. Und in der Diplomatie spielt das eine ganz zentrale Rolle, auch dann in diesen Formeln und in diesen sozusagen, wie man dann diese Disagreements
sozusagen sprachlich so ein bisschen überspielt, dass man sich doch eigentlich nicht einig ist. Ja, ich war bei eine Zeit lang bei den Vereinten Nationen, auch im Office of Legal Affairs. Ja, und dann da kennen Sie das ja, genau. Da hat mein Vorgesetzter auch gesprochen von Constructive Ambiguity, also von konstruktiver Doppeldeutigkeit. Man schreibt einfach so einen allgemeinen Begriff, not against international law, und jeder interpretiert aber international law aber ein bisschen anders. Und trotzdem können alle die Resolution signieren, weil, naja, also man explizit, expresses Verbes drückt man das gar nicht aus, was man da eigentlich wirklich sagen wollte. Jetzt, wo wir ein bisschen... Und das wollte ich nochmal sagen, das ist auch eine hohe Kunst, und die ist auch, das wird ja oft so ein bisschen als Scheinhaftigkeit dann auch kritisiert. Man sagt, ja, die sind ja gar nicht wirklich weit gekommen, jetzt kommt man halt zu einem Formelkompromiss. Das wird ja auch oft gesagt, aber man hat immerhin dann schon, also ich meine, 80% hat man sich ja vielleicht geeinigt oder 90%, und es bleibt ein Rest an Uneinigkeit. Und dann zu sagen, das überspielen wir jetzt ein bisschen verbal, sprachlich, indem wir so einen ambigen Begriff verwenden, der in ganz unterschiedlichen Sprachen auch so einzelne eigene Bedeutung hat, das ist auch ein Gewinn, finde ich. Das wird oft kritisiert, aber das ist auch eine Leistung der Sprache, der Diplomatie, das hinzukriegen. Absolut. Jetzt, wo wir ein bisschen abgedriftet sind mit Habermas und den Wissenschaftlern und der Ambiguität, wenn man jetzt zurück in den Alltag kommt, Sie sind ja auch jemand, der jetzt nicht nur forscht, sondern natürlich auch mit Kollegen in Gremien, möglicherweise auch bei sich im Institut mit anderen Menschen spricht. Gibt es so einen Fehler, der in Ihnen immer wieder in Alltagsdiskussionen begegnet, wo die Menschen ihre Diskussionen und Streitigkeiten vielleicht auf ein höheres Level bringen könnten? Also so etwas in der Struktur der Diskurse, das immer wieder falsch läuft, und es müsste doch eigentlich nicht unbedingt falsch laufen. Ich glaube, da gibt es Verschiedenes. Ich glaube, also etwas, was, glaube ich, in solchen Settings wie jetzt so Kommission oder Institution falsch läuft, ist, glaube ich, die Idee, dass man es vielleicht doch nur irgendwie mit einem Kniff richtig machen kann, um dann am Ende zu siegen. Ich glaube, solche Sachen laufen nie ab, ohne dass man selber auch etwas an seiner Position aufgibt. Und ich glaube, ein Fehler, der oft gemacht wird, ist, dass man seine eigene Position viel zu absolut formuliert und viel zu, sagen wir mal, für sich selber auch so eine Art Mauer aufbaut und so eine wie so eine Burg irgendwie agiert. Und es ist oft viel intelligenter zu sagen, ich habe eine Maximalposition, und dann formuliere ich mal für mich selber, bevor ich in die Sitzung gehe, schon 2, 3 so Rückfallpositionen, mit denen ich natürlich leben können muss, aber an denen ich am Ende dann sagen kann, okay, das ist dann für mich auch noch okay, wenn ich nicht zu 100% durchkomme. Denn in ganz vielen der Sitzungen, die ich so erlebe, ist natürlich klar, das sind ein Haufen intelligente Menschen, die zusammenkommen, die haben alle intelligente Argumente, und am Ende ist es eben immer irgendwie ein Kompromiss, zu dem man dann kommt, und da muss ich halt selber gucken, was ist eigentlich sozusagen mein Kernargument, auch meine, was ist für mich tatsächlich nicht aufgebbar und was ist aufgebbar? Wo kann ich einen Kompromiss noch schließen? Und ich glaube, da ist es tatsächlich auch ein bisschen zu einfach, so eine Idee von Persuasion, die sagt, ich selber habe eine Meinung, ich habe den und den Standpunkt, und ich muss den jetzt unbedingt zu 100% rüberbringen und muss die alle zu 100% überzeugen. Das gelingt fast nie. Und dann verliere ich eigentlich. Wenn ich mich so absolut aufstelle, kann ich eigentlich nur total verlieren. Und deswegen ist es sinnvoll, diese Rückfallposition immer auch mit zu bedenken und damit auch in die Sitzung zu kommen. Und was würden Sie sagen, das war jetzt so dieses offizielle Argumentative in der Institution, wenn Sie einfach mal irgendwo Brötchen bestellen oder mit Ihrer Familie am Oster-Weihnachtstisch oder Ähnliches sitzen, gibt es im Privaten vielleicht einen zweiten häufigen Fehler, wo es jetzt nicht unbedingt um dieses argumentative Geplänkel geht? Ja, das, ob es den Fehler gibt, das weiß ich gar nicht so richtig. Aber ich meine, was man ja oft in so Familiensettings oder sowas auch hat, ich glaube, so ein bisschen auch da, ich glaube, auch da eine ähnliche Position, sich selber nicht zu wichtig zu machen, nicht zu sehr zu verabsolutieren, auch im Emotionalen.
auch in der Empathiefähigkeit. Man muss nicht immer im Zentrum stehen, es muss nicht immer die Welt sich um einen drehen. Also da, ich glaube, dass man da auch so ein bisschen eine ähnliche Richtung vertreten kann wie im Bereich des Argumentativen. Und wenn ich in die Bäckerei gehe und ein Brötchen kaufe, freundlich sein. Ich hoffe, ich bin immer freundlich. Und auch anerkennen, das ist jedenfalls etwas, was ich in der Uni versuche zu machen. Die Universität ist ein sehr hierarchisch aufgebauter Betrieb. Im Grunde mittelalterlich eigentlich, ständisch aufgebaut, gar nicht modern. Auch da zu berücksichtigen, dass alle Mitarbeiter irgendeinen wertvollen Job machen und das auch unter die, die in dieser Hierarchie ganz unten sind, ohne die geht es auch gar nicht. Also da sozusagen, ich glaube, das ist auch in Unternehmenskontexten vielleicht ganz wichtig. Wertschätzung ist das Thema, ne? Auch die, die jetzt, wie es bei uns immer heißt, die Sekretariate sind zum Beispiel wissenschaftsunterstützend, heißt das. Klar, die unterstützen, aber ohne die Unterstützung würde der Betrieb auch überhaupt nicht laufen. Und das auch tatsächlich in seinem eigenen Handeln, auch in seinem eigenen sprachlichen Handeln, in seinem eigenen Auftreten auch auszuagieren. Ja, das klingt gut. Das erinnert mich an den berühmten Ausspruch von Albert Einstein, der gesagt hat, ich spreche mit dem Präsidenten der Universität ganz genauso wie mit dem Hausmeister der Universität. Und ich glaube, wenn man sich das als Ziel vornimmt, dass man also mit einem Hausmeister nicht plötzlich sich anders verstellt, sich wichtiger macht, als jetzt mit dem Präsidenten der Universität. Das ist ja auch etwas, was ich in meinen Rhetorikschulungen immer wieder beobachte, dass Menschen, wenn sie sitzen auf dem Stuhl und einen Wortbeitrag machen, dann sind sie Person A. Wenn sie aber dann vor der Gruppe, vor 10 Personen etwas präsentieren, dann sind sie Person B und wollen wichtiger sein, wollen korrekter sprechen, wollen plötzlich rhetorische Brillanz von Barack Obama an den Tag legen, was natürlich nicht klappt und dann hat man inneren Stress, dann hat man Lampenfieber. Was wäre, Sie sind ja manchmal auch tätig in so einer Art Rhetorikseminaren. Was wäre eigentlich Ihr Tipp für Menschen, diese Leichtigkeit, die Sie ja mit Freunden und Kollegen behalten, in einer Redesituation vor Publikum auch genauso an den Tag zu legen? Gibt es da vielleicht so einen Lampenfieber-Tipp von Ihnen? Das, was die Rhetorik lehrt, ne? Sie haben ja vorhin gesagt, ich komme aus der Rhetorikgeschichte. Und ich glaube, die Rhetorik war ja lange Zeit sozusagen ein Bildungsfaktor über 2000 Jahre, über 2000 Jahre. Und was man da rausziehen kann aus dieser Geschichte der Rhetorik ist eigentlich vor allem Training. Also erstens Training, ohne Trainieren geht's nicht. Die hohe Kunst der Rhetorik ist ja die Stegreifrede, also die Rede ohne Vorbereitung. Ja, wenn einer im Bundestag aufsteht und hält dann einfach ein Statement, er ist auch meistens irgendwie vorbereitet und hat schon seine Formulierung im Hinterkopf, aber das ist eigentlich die hohe Kunst, aber das ist dann eine Spontaneität, die eigentlich auf viel Training basiert. Das heißt, der gute Redner hat auch eine Art Professionalisierung. Und wie wird man professionell? Indem man sich diesen Situationen aussetzt. Und da kommen natürlich dann so Psychokomponenten ins Spiel. Viele Menschen stehen nicht gerne im Rampenlicht, haben dann eben Lampenfieber, können nicht sprechen. Und da, das, was man in Rhetoriktrainings ja dann macht als erstes Mal, dass man in Kleingruppen mal das einübt, dass man ein Klima, eine Stimmung schafft, in dem das auch kein Problem ist, sich zu verhaspeln oder den Faden zu verlieren oder Dialekt zu sprechen, ist auch für viele ein großes Problem. Dass man Menschen auch aufnimmt mit Kamera, das ist ja auch was in so ein Standardmethode in Rhetorikseminaren, dass man sich mal mit sich selber konfrontiert, dass man mal sieht, wie man wirkt und dass man damit umgehen lernt. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man damit einfach umgehen lernen muss. Und das ist eigentlich ein Plädoyer auch für tatsächlich mehr rhetorische Bildung. Ich glaube, Schulen machen das heute viel mehr als in meiner Schulzeit schon. Ich merke es auch an Studierenden, dass sie da ganz viel ungezwungener und nicht so verkrampft sind, wie wir früher waren. Und man muss es halt machen, indem man übt. Und Lampenfieber, muss man auch sagen, ist ja auch nichts Schlechtes. Also ein bisschen so eine Anspannung, eine Aufgeregtheit ist ja eigentlich gut. Das muss ja auch. Es ist ja was wie im Sport irgendwie, wo man sagt, ja, komme ich jetzt über die Hochsprunglatte drüber oder nicht? Muss schon auch ein bisschen Spannung noch drin sein. Und dieses Lampenfieber, wenn man damit mal dran gewöhnt ist, dass das ein normaler Prozess ist,
kann auch etwas sein, was Energien freisetzt, also was entfesselt tatsächlich. Aber da würde ich eben sagen, ich meine, auch was die Vorbereitung zur Rede anlangt. Wir lesen heute ja selten noch wirklich vom Manuskript ab, außer bei Gedenkreden, da ist es noch üblich, bei wichtigen Staatsanlässen, auch vielleicht so bei Hochzeiten oder so. Ich glaube, da ist es ganz noch sozial akzeptiert, dass man ein Manuskript abliest. Dann sollte man das auch machen, auch gerade wenn man vielleicht ein bisschen Lampenfieber hat, ein Manuskript machen oder intensiv Stichwortzettel machen, etwas, woran man sich dann auch so ein bisschen halten kann. Das ist auch ganz wichtig, auch diese körperliche Erfahrung. Ich habe da mein Manuskript oder meine Spickzettel, an denen ich mich halten kann. Das ist natürlich irgendwie trivial, aber das ist tatsächlich was ganz Wichtiges. Man muss nicht denken, man kommt jetzt von 0 auf 100 und wird gleich sofort der totale Rhetorikprofi. Da Ja. braucht man sehr lange dazu. Ja. Ich habe Oder man persönlich. braucht eben wie Barack Obama einen Teleprompter und liest alles ab. Genau, ich habe ja selber auch häufiger mal an der Universität Tübingen an Turnieren teilgenommen, Redewettbewerben. Also es gibt ja Jugend debattiert an Schulen, es gibt auch studentisches Debattieren. Es gibt ja mittlerweile auch, also wenn uns junge Zuhörer oder Zuschauer hier beobachten, da gibt es ja auch Debattierclubs überall. Ich war zum Beispiel 10 Jahre lang im Debattierclub München und ich kann das genau bestätigen, was Sie auch sagen. Also am Anfang hat man Angst, vor 2 Leuten zu reden, dann traut man sich nach ein, 2 Monaten auch 10 Leute zu und dann 2, 3 Jahre später ist man dann vielleicht im Finale irgendeines Wettbewerbs und es entwickelt sich ganz genauso wie beim Joggen. Also beim Joggen läuft man erstmal 2, 3 Minuten. Ich weiß noch, wie meine Mutter angefangen hat. Für sie waren 2 Minuten ein Problem. Und mit der Zeit kann man halt 5 Minuten laufen, 10 Minuten laufen. Das Gleiche gilt eigentlich für die Rhetorik auch, nur eben, dass wir eine Sportbildung haben, also im Sportunterricht, aber keine rhetorische Bildung in den Schulen. Also da wäre ich ganz auf Ihrer Seite. Und Wenn da ich. muss man auch sagen, wenn ich das nur ganz kurz ergänzen darf, also diese Sportmetapher, die ist im Grunde eine, die schon aus der Antike kommt, also in der antiken Rhetorik bei Cicero, dem Meisterredner und Meistertheoretiker der römischen Rhetorik, da kommt das alles schon. Also die Idee, dass man das, was man später dann mal auf dem Forum oder im Senat macht, im Grunde wie auf einer Art Sportplatz üben muss. Insofern, das ist eigentlich eine alte Einsicht, sprichwörtlich Übung macht den Meister, natürlich. Ja, und Stichwort Cicero. Es gibt ja in der Rhetorik, glaubt man kaum, aber unglaublich gute alte Bücher. Es gibt ja von Cicero zum Beispiel De Oratore, ein schönes Werk, wo der perfekte Redner beschrieben wird. Es gibt natürlich den Klassiker von Aristoteles, die Rhetorik. Das brauche ich Ihnen nicht sagen. Das gilt eher an unsere Zuhörer. Es gibt natürlich Quintilians Werke, wo er in, also ich habe diese Bände da, ich glaube in 12 Büchern, wirklich alles von der Ausbildung des guten Redners niederschreibt. Und dann gibt es auch solche Menschen wie mich und natürlich auch Sie, die versuchen dennoch ein Rhetorikbuch zu schreiben und etwas Neues der Welt mitzuteilen. Sie sind ja, glaube ich, auch dabei, habe ich auf Ihrer Webseite in Tübingen gelesen, ein Rhetorikbuch zu schreiben. Und ich frage mal ganz provokativ, gibt es in der Rhetorik was Neues unter der Sonne? Wird es in Ihrem Buch etwas geben, was ich oder Cicero oder die anderen Kollegen noch gar nicht hatten? Ja, natürlich. Denn über einen Punkt haben wir ja auch am Anfang schon gesprochen, das Erzählen zum Beispiel. Es gibt in der antiken Rhetorik oder in der klassischen Rhetorik keine wirkliche Theorie der Persuasion, also des Überzeugens durch Erzählens. Es ist systematisch immer mal wieder da. Also es ist auch nicht so, dass es das nicht gibt. Aber es ist doch, weil im Grunde die Rhetorik ja ganz stark von der Gerichtsrede herkommt. Die ganze Begrifflichkeit kommt stark von der Gerichtsrede. Und die Gerichtsrede ist eben immer eine, die stark über den Logos, nennen wir das, ne, über die Vernunft, über die Vernünftigkeit, über das Argumentieren funktioniert. Und das hat die abendländische Rhetorikgeschichte ganz, ganz stark geprägt, diese Ausrichtung auf die Rationalität, auf das Argumentieren. Um solche Dinge wird es gehen. Das wird ein Buch sein, was bei C.H. Beck erscheint, in der Reihe Studium bei C.H. Beck. Das heißt, es ist ein Buch, was sich an Studierende oder eben auch interessierte Nicht-Studierende richtet. Aber es ist kein praktischer Ratgeber. Es ist ein Buch, was schon auch Einsichten in die Kategorien, Theorien, Begrifflichkeiten der Rhetorik bietet. Und was ich mir da ein bisschen vorgenommen habe, weil es das tatsächlich noch nicht gibt, ist mal in einem Kapitel wenigstens zusammenzustellen, die ganz wesentlichen Einsichten, die es in der neueren Rhetorik
Theorie gibt. Die Rhetorik ist ja, wir machen ja nicht nur, wir schreiben ja nicht nur das alte System fort und lesen nicht nur Cicero und Quintilian und beten nach, was in deren Schriften steht. Das ist natürlich für uns wichtig, das ist auch identitätsstiftend wichtig. Wie in der Philosophie, wo man eben auch noch Aristoteles und Platon liest, das sind wichtige theoretische Angebote, die dort gemacht werden. Aber das muss natürlich weiterentwickelt werden, weil wenn man auch anguckt, unsere Kommunikationsbedingungen, unsere medialen Bedingungen, wenn man an Social Media denkt, aber so weit muss man gar nicht gehen, man muss nur mal ans Radio denken oder ans Fernsehen, also für uns relativ alte Medien, die doch die Kommunikationsbedingungen im 20. Jahrhundert ganz entscheidend verändert haben. Und da gibt es in der internationalen Rhetorikforschung, auch bei uns in Tübingen eben Forschung, diese Rhetorik unter Beachtung, aber auch unter Abnabelung von den antiken Theorien weiterzuentwickeln, neue Rhetoriktheorien aufzustellen, vor allem in den USA, wo es sehr viel mehr Rhetorikforschung gibt als bei uns in Deutschland, gibt es eine sehr intensive Forschung seit etwa 100 Jahren schon, die hierzulande relativ wenig bekannt ist und die zum Teil sehr interessant ist und gute Einsichten hat. Und das ist auch so eine Vermittlungsarbeit, die ich da in dem Buch leisten möchte. Ansonsten wird es in dem Buch das geben, was ein bisschen erwartbar ist, weil man es haben will, das heißt ein bisschen Geschichte der Rhetorik, das, was wir das System der Rhetorik nennen, also sozusagen das Begriffsgebäude der Rhetorik, ausgehend vom Redner und von dem, wie produziert man, wie hält man eine Rede, das nennt man das System der Rhetorik. Dann soll es auch darum gehen, wie analysiert man eigentlich eine Rede, also diese analytische Perspektive, wie analysiert man Argumentation, wie ist eine Rede aufgebaut, welche Begrifflichkeiten gibt es da. Aber dann eben auch dieser Punkt, wie hat sich eigentlich die Rhetorik seit 100 Jahren weiterentwickelt? Welche ganz wichtigen Figuren gibt es eigentlich in dieser Rhetorikszene, die international sehr divers ist? Die kommen aus ganz unterschiedlichen Fächern auch, haben ganz unterschiedlichen Hintergrund. Aber das ist mittlerweile eine relativ lebendige und sehr bunte Szene. Und auch die berühmten Redner der heutigen Zeit, ich denke dann nur an die Steve Jobs Rede in Stanford, wo er 2005 gesagt hat, "Today I'm gonna tell you three stories, just three stories." Das ist ja typisch weit weg vom Logos des Aristoteles, sondern das sind einfach die Lebensgeschichten, die er dann zum Beispiel in seinem Kalligraphiekurs einfach mal erzählt hat, warum für ihn das Design so wichtig war. Mhm. Und diese Rede gehört ja zu den beliebtesten Reden, nicht weil sie so argumentationsstark war. Also ich denke dann an den Anfang unseres Interviews mit Jürgen Habermas, sondern weil eben diese Geschichten so sehr in der Erinnerung verbleiben. Also dass die Praxis es teilweise schon macht, zumindest die sehr guten Leute machen es schon narrativ und ja, und wir laufen ihnen ein bisschen hinterher. Ein wenig schon, ja. Und tatsächlich ist es so etwas, diese Steve Jobs Rede, das ist ja an den amerikanischen Unis auch eine Redegattung, ne? Diese Commencement Speech. Auch eine große Ehre, wenn man diese Rede halten darf. Und da gibt es eine ganze Reihe von tollen Reden, die man auch mal wirklich in einem Seminar untersuchen könnte. Und was, das ist ja eine ganz eigentümliche Redegattung. Ne? Das ist eben anders als die klassischen Redegattungen, politische Rede und Gerichtsrede, wo es ja wirklich darum geht, etwas Strittiges zu klären. Da muss er ja eigentlich gar nichts Strittiges klären, sondern er muss eigentlich etwas, was für ihn selber in seiner eigenen Biografie völlig klar ist, nur nochmal wirklich ausbreiten und erklären und damit ein Lebensratschlag, ne? So eine Lebensmaxime daraus ableiten. Und das ist so funktionieren eben Lobreden. Ne? Das ist gehört zur Redegattung der Lobrede. Und die funktionieren eben ganz, ganz stark oft über solche narrative Strukturen. Mhm. Auch in der antiken Redekultur schon. Nur hat sich da niemand so richtig theoretische Gedanken mal drüber gemacht, welche Kriterien, welche Kategorien man da gibt, welche Reden vielleicht funktionieren, welche Narrationen da eigentlich immer eingesetzt werden. Und da sieht man eben, dass da die neuere Forschung sich weiterentwickelt in einem sehr interdisziplinären Verbund. Da spielt die Psychologie auch eine Rolle, zum Teil die Wirtschaftswissenschaften. Storytelling ist ja da sozusagen mittlerweile, glaube ich, etwas, was oft zur Ermüdung führt, wenn man den Begriff nennt. Also auch die empirisch arbeitenden Wissenschaften, das sind wir ja nicht in erster Linie. Wir sind ja eine Geisteswissenschaft. Auch die bemühen sich sozusagen um sowas. Und da ist es eben Aufgabe, die Rhetorik so weiterzuentwickeln, dass wir gucken, was ist eigentlich an Wissen, an wissenschaftlicher Erkenntnis da in diesen anderen Wissenschaften und wie können wir das in unsere eigenen Theorien integrieren.
Und da hat man dann eben sowas wie diesen Walter Fischer, den ich eingangs erwähnt habe, mit seinem Homo Narrans, so ein Modell, der Mensch eben als gebildetes erzählt und aus Erzählung eigentlich gestrickt ist. Und dann hat man eben in der Psychologie und in der Kommunikationswissenschaft auch Überlegungen. In dem Aufsatz habe ich das versucht, ja ein bisschen zu systematisieren, welche Ansätze es da gibt, wie Erzählungen eigentlich kommunikativ eingesetzt werden können. Ja, vielen Dank dafür. Wir sind natürlich gespannt und das Buch können wir natürlich auch dann in der Beschreibung verlinken, sobald es dann publiziert ist. Und der Verlag freut sich immer. Ja, der Verlag auf jeden Fall. Wir beide wissen ja, wie viel Prozent der Verlag bekommt. Deswegen freuen sie sich besonders stark. Hast du eigentlich schon daran gedacht, diesen Kanal zu abonnieren? Einen kleinen Kommentar zu hinterlassen oder einen Daumen hoch zu klicken, weil du das Video in Wirklichkeit sehr, sehr gut fandst? Naja, zumindest eine Person würde das sehr, sehr glücklich machen. Ich sag's ja nur.